Schönen guten Tag, lieber Carstens Design am Start. So, ja, es geht um Jura. Das allergrößte Problem ist von uns allen, dass du denkst, du kannst dir die Freiheit rausnehmen und unseren Namen kopieren und in unseren Namen dann Leute verarschen, Leute missbrauchen, in dem Sinne von wegen. Du scammst sie oder du gehst hin und beleidigst sie oder du bedrohst sie und all so Sachen. Aber Fakt ist, so viele Monate habe ich mir jetzt schon echt den Abriss gegeben, um mir klar zu werden, vor allen Dingen klar zu werden, dass du absolut tatsächlich deine kleine BR kontrollierst. Ja, du kontrollierst sie von vorne bis hinten, ne? Du wirst für deine ganzen Verleumdungen und Lügen, die du verbreitet hast, ich glaube, das eines Tages tatsächlich sitzen. Wann? Das wird sich zeigen. Doch so viel Zeug, was wir schon alles über dich gesammelt haben. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber ja, es wird für dich extrem schwer, sich da rauszureden. Deine Stimme ist auf Band. Deine Beleidigungen und Drohungen sind auf Band. Deine Beleidigungen sind auf Screenshots festgehalten mit Uhrzeit und allem drum und dran. Ob wir jetzt die Uhrzeit im Handy direkt fotografieren oder als Screenshot machen, so. Es ist also so oder so direkt programmiert, wann das Foto gemacht wurde. Wir leben nicht mehr in einem Zeitalter, wo es heißt, das Internet ist für uns Neuland. Somit kannst du das auch dann knicken, von wegen, es passiert ja im Internet oder es ist ja nur ein Spiel. Vergiss das ganz schnell. Es ist schon seitdem du angefangen hast, die Nummern von Kindern zu sammeln, um mit ihnen eine Gruppe zu gründen in WhatsApp, die sich BR Bratan nennt, hast du daraus Realität gemacht. Da könnt ihr jetzt alle sagen, was ihr wollt. Es wird ab dem Moment Realität, sobald jemand meint, er muss Nummern austauschen oder sonstige Dinge tun. Jeder weiß mittlerweile, wie du heißt. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist sehr schön, dass das so ist, weil so habe ich Ziel 1 schon erreicht. Hä? Du wirst nicht mehr kleine Kinder beleidigen oder einfach so malträtieren oder tyrannisieren, ohne dass jemand weiß, wer du bist. Die Eltern, die ihre Kinder verzweifelt in den Arm nehmen mussten, weil du meintest, du musst diese Kinder wieder beleidigen, fertig machen, wie auch wie dem auch sei. Du wirst nur Folgendes tun mit deinem Verhalten. Du wirst jedes Mal dafür sorgen, dass die Leute immer mehr zumachen zu dir. Immer mehr werden sie sich sagen, nö, ich habe die Schnauze voll von dem Typen. Der meint wirklich, der wäre der King. Der meint wirklich, der wäre der Präsident. Der meint wirklich, der wäre der neue Bundeskanzler Scholz. Du hast die Entwickler beleidigt. Du hast sie mit Wörtern beleidigt, die mag ich nicht einfach so aussprechen, aber es war Hurensohn, Ficker, Arschloch und weiß der Geier, was du denen alles noch hinterher gesagt hast. Niemand wird dir mehr glauben, dass du ein netter Spieler bist. Jura MF 510-425 ist gefährlich. Und nur gefährlich für Leute, die wirklich noch jung sind. Weil sie wirklich beinahe jeden Scheiß glauben, den er ihnen erzählt. Er lockt sie mit Anime-Fahrzeugen. Digga. Mittlerweile wissen wir doch beide, dass deine Autos alles fake ist. Alles, was du so angeblich designt hättest, ne? Frage ich mich wirklich. Für wie blöd hältst du eigentlich die Leute? Du benutzt GG, um Autos zu kopieren, schaffst es aber nicht, so eine dappische Scheiß-Covid nachzubauen. Immer wieder denkst du, du wärst der King in diesen Spielen, nur weil du den King-Rang hast. Dafür, ich habe immer mehr Leute sagen mir, dass das bei GG gewesen ist. Also das hättest du bei Game Guardian gemacht. Du versuchst Leuten zu beweisen, dass ich mit Nina geschrieben hätte, in Richtung, dass sie schreibt, sie hätte einen Sonderschulabschluss oder nicht, wie auch immer. Alles verdammte, dreckige Scheiß, Lüge, nichts weiter. Nur erstunken und erlogen. Ich find's schade, dass ich aus der TPSC ausgetreten bin und dass ich da halt auch nicht mehr zurückgehen werde. Das hat einfach folgenden Grund. Ich möchte die TPSC nicht belasten, denn ich kann
mit Sicherheit nicht sagen, dass ich wirklich mich an die Regeln halten würde, dich nicht zu beleidigen in Carparking Multiplayer. Kann ich echt nicht versprechen, deswegen werde ich da keine Bewerbung hinschicken, aber ich weiß, sie würden mich sofort mit Kusshand nehmen, Digga. Und gewissermaßen bin ich beinahe schon bei denen. Kann man in Anführungsstrichen so sagen, aber ob du das jetzt genau verstehen wirst, weiß ich nicht. Bestimmte Quellen haben mir mal verraten, dass man bestimmte Bilder an bestimmte Personen schicken kann, die dann bestimmte Materialien, Videos daraus schneiden. Mehr brauchst du nicht wissen. Ich arbeite nicht für die CPSC, ich bin auch nicht in DNA Corporation oder sonst irgendwas, aber manche Freundschaften werden niemals kaputt.